bin, was ich selten bin, mit dem Ergebnis, soweit man das überhaupt sagen kann, eigentlich sehr zufrieden. Und ich denke, dass es authentisch daherkommt. Also, dass es eben nicht so dir vorkommt beim Ansehen, als wäre das jetzt eine von einem Autoren erfundene Geschichte. Obwohl natürlich die Leute wissen und man auch weiß, natürlich sind die Dinge geschrieben. Dass man bei drei verschiedenen Leuten, die dieselbe Situation beschreiben, eigentlich auch drei, sagen wir, unterschiedliche Betrachtungen vorfindet. Insofern muss man sich selbst ein Bild natürlich machen, obwohl man die Zeitzeugen hat. Und das andere ist natürlich, dass man die Dialoge so genau, man muss sie trotzdem schreiben. Und das war natürlich jetzt in so einem Film dann nochmal so wirklich erstaunlich zu sehen, dass als die Schauspieler reinkommen, wir haben ja eine unglaubliche Vielzahl von wirklich hervorragenden Schauspielern drinnen, dass sozusagen die Atmosphäre des Films authentisch ist. Also dass man also nicht das Gefühl hat, hier spielt jemand, sag ich mal, den Goebbels oder die Magda Goebbels oder hier spielt jemand den Himmler oder spielt jemand den Speer. Dass man sehr wohl das Gefühl hat, dass die Szenen authentisch sind, dass das Authentische auch atmet, also dass der Film atmet etwas Authentisches. Und das ist dann auch so natürlich ein Anspruch, den kann man zwar haben, aber der setzt sich ja aus Tausenden von Kleinigkeiten zusammen, also wie die Kamera läuft, also wie das, wir haben sehr viel mit der Hand gemacht, auch die Sachen, wo man das gar nicht also sehen kann, die sind fast alle aus der Hand gedreht, was der Sache so einen gewissen dokumentarischen Stil auch hat, gibt und aber doch auch nie wiederum nicht rumgefuchtelt, sodass man die Kamera eigentlich auch kaum spürt, also es ist so eher so eine Beobachtung und man merkt auch nicht, zu stark, was auch eine große Gefahr ist, dass dann ein Regisseur zu sehr einwirkt auf das Geschehen und dadurch natürlich die Kamera und das alles und der Mechanismus, der halt beim Filmemachen da ist, dass der plötzlich spürbar wird. Ne? Und es war auch richtig, dass wir zumindest draußen also gar nichts gebaut haben, sondern nur adaptiert haben, was der Sache natürlich einen großen Realismus verleiht. Die Hoffnung, dass es auf ein breites Interesse stößt. Das ist wirklich meine Hoffnung. Von mir aus auch durchaus kontrovers. Also das würde mir nichts ausmachen. Und ich würde mal denken, dass es natürlich Stimmen geben wird, die sagen, darf man das, darf man aus Leuten, die ja eigentlich Monster sein sollen oder gelten sollen in der Geschichte, darf man aus denen dreidimensionale Figuren machen, die man auch zum Teil auch emotional begreifen kann. Sie war nicht so, dass da die Leute mit von früh bis spät nur Böses getan haben. Ne? Das waren, wie ja die Zeitzeugen auch berichten, durchaus liebenswerte Menschen, also liebenswert im Umgang, haben sich um andere gesorgt, also Hitler im Besonderen ist ja als ein sehr charmanter Mensch auch beschrieben worden und bis zuletzt ein sehr höflichen Menschen. Aber genau dadurch ergibt sich natürlich auch das Gruselige in dem Film. Und dass das aufgegangen ist, das kann man jetzt sehen und das erleichtert mich sehr. Also die Auseinandersetzung mit so einem Thema zu wagen, im Wissen, dass es nicht nur dann ein Risiko ist, wenn es nicht gelingt, sondern dass es auch ein Risiko ist als gesamte Unternehmung, muss man sozusagen. Da würde ich mir wünschen, dass das sozusagen auf einem Niveau stattfindet, das wir uns, glaube ich, verdient haben.